Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Checko Plays zu Transport Fever 2 und zurück zu einem nächsten und neuen Mod-Test-Video. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür. Und wir schauen uns heute die Mod Canton Style Bus Stop an vom lieben Erika, veröffentlicht im Steam Workshop. Solide 12 MB groß, nicht zu viel, nicht zu wenig. Passt, Joe. Link zu der Mod findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch die Mod downloadet, lasst gerne Daumen nach oben. Und im Idealfall einen Kommi für den lieben Erik da. Lieber Erik, vielen lieben Dank für die Mod. Wir platzieren sie jetzt dauerhaft hier auf der Map der dritten Staffel. Ich glaube, ich kann mich ausblenden und dann legen wir einfach mal los. Tja, wo setzen wir die Mod hin? Weiß ich noch nicht. Wir sind ja in Berlin, fiktiv. Und ja, hier, das lassen wir lieber am Hauptbahnhof so. Mit Joefreeds Modbox, der ein bisschen rumhantiert, die Zäune und alles. So what, das bleibt einfach. Um uns erstmal die Mod jetzt hier anzuschauen, fahren wir mal ein Stück an den Rand von Berlin und ich sag, hier hämmern wir das Ding einfach mal hin. Schatten oder Sonnenseite? Natürlich die Sonnenseite. Das tauschen wir jetzt mal aus. Kurz pausiert, abgerissen, zack. Und dann die neue Mod dahin gebaut. Die hat kein richtiges Icon. Es ist mehr oder weniger blanko, in dem Fall lila. So schaut das Ding aus. Hat meine Linie jetzt Probleme oder funktioniert es noch? Das funktioniert schon noch, oder? Die neuen. Na wunderbar. So, wann kommt ein Bus? Dann haben wir auch gleich ein ungefähres Größenverhältnis. Bus zur Haltestelle. Moment mal bitte, ich spule mal fix vor. Gut, da kommt einer. Ja, das passt schon, gell? Sie ist tatsächlich gefühlt etwas groß. Aber am Ende bin ich wahrscheinlich einfach wieder der Korinthenkacker. Ja, und am Ende bin ich ein bisschen irritiert. Der Name der Mod, Canton Style, der Name des Modders, Erik, lässt nicht darauf schließen, dass es sich eventuell um eine asiatische Mod handelt. Aber hier sind auf jeden Fall relativ viele asiatische Schriftzeichen drauf. China, Japan, I don't know. Soll ja aber nicht weiter stören. Also, wer Abwechslung mag und braucht, der ist mit der Mod hinsichtlich einer weiteren Bushaltestelle sicherlich gut bedient. Da geht nichts drüber, das passt schon. Okay, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Das war's. Fertig. Schön. Erik, vielen lieben Dank für die Mod. Ja, kurz und knapp, das soll es gewesen sein. Ich kann mich nur wiederholen. Wenn euch das Video getaugt hat, lasst gerne Like und Kommentare da. Wenn euch nicht geschehen, auch gerne ein Abo. Und in dem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao, baba, der Checko, servus.